Moin Leute, neues Video wieder von mir, MegaGameFreak 17. Ich wollte schon fast sagen, willkommen zu meiner nächsten Ausgabe von Neuere vom Rahmen YouTuber bzw. Ältere zurück sind. Denn ja, sind wieder einige neue dazugekommen, beziehungsweise wie gesagt Ältere zurückgekehrt und möchte ich euch vielleicht vorstellen, wenn ihr sie vielleicht noch nicht kennt oder doch schon kennt, ich weiß ja nicht. Wenn nicht, dann ist es gut, dann werdet ihr kennenlernen, wenn ich macht's auch nichts. Okay. Ja, ich beginne einfach mal. Ich habe jetzt hier insgesamt, warte mal kurz. Genau 7 Leute, die ich euch vorstellen möchte. Einige sind vielleicht schon bekannt, einige nicht bekannt. Beginnen wir die, sag mal, weniger bekannt sind. Und zwar beginne ich, erstens mal gesagt, alle aktiven Famorama-YouTuber findet ihr auch bei mir auf meinem Kanal hier verlinkt. Also hier sind auch alle verlinkt. Können Sie gerne mal nachgucken. Aber das dazu und jetzt beginnen wir, wie gesagt. Und der erste ist XPharmaBoy1. Ja, wie gesagt, auch ein neuerer YouTuber. Leider ist bei ihm die Qualität sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe natürlich, er wird das jetzt ein bisschen ändern und umsteigen auf ein Bildschirmaufnahmeprogramm, dann ist die Qualität gut, aber ich sag mal, wenn er sich die Qualität auch geändert hat, auf jeden Fall ein Blick wert, ab die Videos sehen wert. Aber er macht auch hier, wenn ihr hier lesen könnt, Sonntag sind immer Gewinnspiele dran, also er macht auch Gewinnspiele und da alleine das es Gewinnspiel gibt, das ist doch schon mal das wert, würde ich sagen. Zum Beispiel jetzt hier sein erstes Gewinnspiel hier vor 2 Tagen, da müsst ihr jetzt hier raten, wie viele Sternchen er hat. Jetzt derzeit nicht ganz bandweise, sondern nur wie viele er oben hat, wie viele Sternchen, und da könnt ihr dann auch was gewinnen. Also auf jeden Fall Gewinnspiel, das schon ein Blick wert, würde ich sagen. Dann der nächste ist jetzt hier Famorama Yoda 2012. Hat jetzt 5 Tage lang kein Video gemacht, aber ich habe ihn auch einfach mal genommen. Weil ja, er macht jetzt hier auch seit 3 Wochen Videos. Macht auch verschiedenste Videos, hier auch eine Sonntagsverlosung, auch Gewinnspiele. Sonst ja, erklärt ein paar Sachen oder hier auch seine Setzung. Leider ist die Qualität jetzt auch noch nicht perfekt. Bei mir ist es auch bewegt weg, aber. Ja, auf jeden Fall ein Blick wert. Abonnieren, vielleicht Videoaufrufe. Ich denke, jeder Famorama-YouTuber freut sich über Abos und über viele Videoaufrufe. Das denke ich schon. Dann der nächste wäre dann Famafreaks oder Dimitri. Auch Dimitri, ja, Dimitri 666. Er hatte auch früher jetzt hier mal schon Video, also jetzt vor 2 Monaten. Dann Pause für 3 Wochen und jetzt hier ist er wieder mehr oder weniger richtig dabei. Jetzt hier, er wird ab Weihnachten steigt er dann so richtig als YouTuber ein mit einem Headset und so. Also derzeit noch nicht so gute Qualität, auch ohne Sound, also er sagt nichts dazu. Also ab Weihnachten könnt ihr euch dann richtig freuen darauf, wenn er mit Headset redet. Darauf freue ich mich auch schon, aber bis dato sicher ein Blick wert, abonnieren. Und dann habt ihr auch immer die neuesten News, wenn er ein Video hochlädt, etc. Auch ihn abonnieren, ganz klar. Jo, dann geht's natürlich jetzt hier weiter. Und der nächste ist, habe ich denn hier noch? Ist, AniGirl08 macht auch zu Famorama-Videos. Jetzt hier zum Beispiel vor 15 Stunden, vor einem Tag. Ja, was macht diese Videos? Macht allgemein so Videos jetzt hier, was bei ihr so los ist eigentlich. Und so auch hier zum Beispiel, sie zeigt uns das neue Farmhaus Design jetzt hier, also auch recht interessant jetzt hier. Natürlich auch bei ihr vorbeischauen, abonnieren, auf jeden Fall Blick wert die Videos. Dann wäre der nächste der Tiara Gibbon, der macht jetzt hier auch nicht nur Famorama Videos, sondern auch andere Videos eigentlich wie Let's Plays. Was gesagt, er macht Let's Play Famorama, wie auch Anania Girl. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausspreche.
Sie macht auch Let's Plays vom Rahmen, sie hat schon seine 56 Ausgaben, vor 8 Stunden, vor 9 Stunden, vor 9 Stunden. Hier, vor 10, vor 12, vor 13, vor 14, vor 17, vor 19, vor 21 Uhr Zeit lang. Also der ist sehr, 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 sehr aktiv, was auch sehr gut ist natürlich. Besser aktiv als nicht aktiv, ist ja ganz klar. Also wie gesagt, er macht Let's Plays, selber sich hochleveln und jetzt zum Beispiel auch hier das neue Farmhaus zeigt er uns als Level 17 und hat er auch hier Level 17 endlich wilde Wiese etc. Also auch bei ihm ein Abo, er freut sich auf jeden Fall unsere Videos gucken. Also Tiara Gibbon auf jeden Fall ein Blick wert, wie auch alle anderen YouTuber. Und da waren es jetzt hier glaube ich nur noch zwei, die mir einfallen. Und das wäre einerseits der liebe Insektenhase ist wieder zurück, kann man sagen. Hat er, wie gesagt, warum ist er zurück? Vor 4 Monaten. Sein erstes Video hier vor 2 Monaten und jetzt ist er hier zurück. 3 Tage vor 1 Tag. Ich hoffe natürlich, er bleibt da. Er macht richtig gute Videos. Also mir gefallen seine Videos hier. Halloween Event, wo er uns das Infovideo gibt. Also ich mag seine Videos sehr gerne. Und ich hoffe, er bleibt jetzt hier und hat eine wunderschöne, die schönste Flagge hier stehen. Nein, Spaß, also auch bei ihm, also bitte abonnieren. Er freut sich auf jeden Fall. Und ja. Dann der letzte ist, der macht jetzt wieder seit einiger Zeit Videos, aber seit meiner letzten Ausgabe hatte ich ihn, glaube ich, nicht dabei. Darum ist er jetzt hier. Und zwar der Nopsi ist back und das seit eine Woche ist er wieder da. Nopsi Reloaded, wieso Reloaded? Er machte früher auch schon sehr viele Videos. Hört wieder auf, dann kam er wieder, dann hört er wieder auf. Und jetzt ist er wieder da. Juhu, sag ich nur. Ich hoffe, du bleibst länger, Nopsi. Nein, Spaß ist er nicht, bis gemeint. Er macht, finde, super, 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 super Videos. Also, ich schaue, habe bis jetzt auch alle seine Videos geguckt. Das macht sehr viel Spaß. Hier mit seinen mysteriösen Setzlingen hier mit Kelemur, wie viele da ernst, unglaublich. So, jetzt erklären uns hier die Events. Ja, ja, FAQ zum Halloween Event, das Halloween Event, etc. Alles erklärt uns. Schön gemacht, alles. Also auf ihn jedenfalls abonnieren und vorbeischauen, seine Videos gucken. Ich finde seine Videos richtig klasse, die haben richtig klasse. Und ja, das war's eigentlich jetzt hier mit dieser, ich möchte fast sagen, Ausgabe. Und ich hoffe, ihr schaut bei denen, was ich vorgestellt habe, vorbei und abonniert sie. Sie würden sich sehr freuen, keine Frage. Und ja, die Links zu deren Kanäle sind natürlich in der Videobeschreibung. Und dann war's das.